Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen seit langem mal wieder in München, Freunde. Und ich persönlich habe mir gedacht, weil einfach der Support von eurer Seite so cool ist, ich gehe ab jetzt immer mal wieder mit euch zusammen essen. Somit könnt ihr mir auch immer mal wieder auf Instagram schreiben, wenn ich in eurer Stadt bin oder wo auch immer. Und dann kriegen wir was hin. Wir werden jetzt was essen gehen. Und nicht irgendwas, sondern was Besonderes, was sich ein Zuschauer ausgesucht hat. Viel Spaß in diesem Video. Und zwar, wenn ihr hier lesen könnt, japanisches Lokal. All you can eat. Japanische Tapas, Freunde. Was wird? Was wird denn, Danny? Randy, freut mich, Bro. Wie geht's? Gut, gut. Wie geht's dir? Danke, gut. Alter, Bruder. Geisteskrank halt hier. Ja. Ist auf jeden Fall ein guter Laden. Okay. Wie heißt der Laden? Oh, wir schauen gleich bei Google nach. Okay. Kawaro? Japanische Tapas. Okay. Ja, da war ich auf jeden Fall noch nicht, glaube ich. Somit ist es ganz nice. Was geht? Wie läuft's Leben? Oh, alles gut mit dir. Ja? Ah, super, Bro. Ich kann mich gerade nicht beschweren. Wie ist denn Wien, Bruder? Ja, Wien, krasse Stadt. Top, krasse Stadt, ja, ja. Nee, ich war auch ein paar Mal dort, ist auf jeden Fall immer nice gewesen bis jetzt. Ich hab dort Familie, weißt du, wenn wir dort sind, sind wir nur mit Ach so, denen geil. Unterwegs. Also, Freunde, wir fahren auf jeden Fall zu Kawaro. Japanische Tapas, bin ich ehrlich, habe ich bis jetzt noch nicht gegessen, glaube ich. Den Laden kenne ich auch auf jeden Fall noch nicht. Muss ich eh auch noch einmal vorstellen, Bro. Achso, was soll ich sagen, Bro? Mein Name ist Danny. Und ja, willkommen zum Video vom Randy. Ja, ich komme aus München. In Neuperlach habe ich am Anfang gewohnt, dann sind wir nach Marktschwaben umgezogen. Ist ein bisschen außerhalb von München. Ja. Aber ist auf jeden Fall trotzdem noch in der Nähe. Okay. Also auch mit Nahverkehr und so alles zu erreichen. Okay, okay. Du warst doch letztes Mal, wo du mit dem Zuschauer warst, warst du doch in Erding essen, ne? Ja. Marktschwaben ist ungefähr auf der halben Strecke von München nach Erding. So ungefähr bei der Hälfte noch. Check, also check. Schon näher Richtung München wieder. Parking Skills mit Danny. Bro, ich hab reingeschissen. Ja, Bro. Wir sind auf jeden Fall da, verehrte Zuschauer. Es ist ein schöner Sonntag, Mittag, Nachmittag ist es schon. Jetzt schauen wir mal, was japanische Tapas so können. Oktoberfest wird auch gerade abgebaut. Ist Sushi auch gut dort? Ja, das Sushi ist, ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht so schlecht. Sushi ist ja auch immer teuer, aber hier kannst du. Das Geld einfach so viel Sushi bestellen, wie du willst, ist schon krass. Ja, das ist meistens halt so, dann, wenn du eh so viel bestellen kannst, wie du willst, dann ist kritisch. Aber wenn es trotzdem eine gute Qualität hat, sag ich mal, dann ist gut, weißt du, weil Fisch ist halt sehr teuer. Das heißt, bei All You Can Eat können die nicht die beste Qualität haben. Wir müssen auf jeden Fall so dafür sorgen, dass die Minus machen. Weißt du, was die gemacht haben auf diesem Tablet? Du hast diese Speisekarte und du kannst dieses Gericht auswählen und alle Gerichte haben Bilder, aber die ganz teuren Sachen nicht. Da sind dann so Muscheln und solche Sachen dabei und es steht dann so da und das wirkt so, also du findest es gar nicht auf diesem Tablet so richtig, außer du beschäftigst dich so richtig damit und hast richtig alles durchgelesen, weil sie dir natürlich nicht wollen die teuersten Sachen so aufzeigen, so ein Ding. Wir werden das Video nennen, wir sorgen dafür, dass Kawaro richtig Minus macht. Spaß, nein, natürlich nicht, aber... Die machen schon Minus, keine Sorge. Ja, All You Can Eat, Freunde. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir auch mit der Kamera All You Can Eat essen gehen. Junge, 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 ist das voll. Oh mein Gott, das ist voll. Den Tisch reserviert? Zwei Personen, wir haben aber nur noch bis halb Küche. Reicht es Ihnen? Bis halb? Ja, circa? Ja, machen wir einfach. Okay, ja, komm. Ja. Okay, Brudi, legen wir los. Hier. Ich würde mal sagen, das ist das Tablet. Muss ich aussuchen. Hier so Vorspeisensachen mäßig, glaube ich. Okay, okay. So Nudelgerichte, Reisgerichte, dann kommen die ganzen Sushi-Sachen. Dann weiter geht's mit Sushi. Bisschen Fisch. Ja. Boah. Das direkt. Ja, hau rein in den Einkaufskorb. Einkaufskorb rein. In den Warenkorb rein damit. Dann haben wir hier diese Gemüsesachen. Ja. Und dann nochmal hier aus dem Fischreich. Und dann vom Land haben wir hier noch. Das ist jetzt schon Fleisch. Das ist Fleisch. Knusprige Ente. Warm rein, Bruder. Okay, baller rein. Todi Katsu auch krass. Das da? Ja. So, Freunde, das System ist einfach ganz einfach eigentlich. Jeder hat am Tisch so ein Tablet in so einer Tasche. Da macht man seine Bestellung und man kann pro Person oder pro Tisch immer 10 machen, oder? Alle 10 Minuten 10 Teller. Ja, weil sonst musst du die zu oft glauben. Okay. Dann, wir haben da hinten eine riesige Küche. Da arbeiten, keine Ahnung, 8 Köche wahrscheinlich. Das ist ein ziemlich einfaches System. Und ja, das war es eigentlich auch im Großen und Ganzen. Schauen wir mal, wie schnell der Service ist. Aber die machen alle einen sehr flinken Eindruck hier.
noch nie so wenig Zeit gehabt, jemanden pleite zu machen. Immer viel Fisch, weil Fisch ist teuer. Perfekt. Erste Runde habe ich schon bestellt, ich tue schon mal die zweite nur vorbereiten. Der Tisch wurde auch gedeckt innerhalb von ein paar Sekunden. Erste Bestellung ist raus, zweite Bestellung kann man schon mal vorbereiten. Das heißt dann einfach ganz Zeit drücken, bis die 10 Minuten vorbei sind. So ein Marco aus Spiti. Dankeschön. Paulana Spiti auch gekommen. Cheers, Bruder. Was ist das überhaupt für ein Tablet? Samsung. Stark, Alter. Die haben nicht gespart. Hoffentlich schmeckt sie mir, weil ich fand's gut. Wer ist der Erste, bei dem es nicht geschmeckt hätte, mit dem ich erst habe? Druck ist auf jeden Fall jetzt aufgebaut. Also es hat wirklich keine 2 Minuten gedauert, er hat jetzt gerade bestellt. Die Getränke sind da, die Ente ist schon da. Stramm. Knusprig, richtig knusprig. Boah, auch mit einem sehr guten Fettrand, taugt mir richtig. Ich bin absoluter Ente-Fan, muss ich sagen. Ich war stark. Stark, Jolli, wenn du ehrlich. Mhm. Kann man machen. Genug Fliegen. Oder hier irgendwelche Nudeln? Oder Nudeln? Ich weiß nicht, was das alles ist. Ich habe einfach geballert. Die tun auch schön hochwertig alles, finde ich. Jeder hat nochmal seinen eigenen Teller. Hier sind die Teller, wo das Essen drin kommt. Stark, Bro, nicht probieren. Ja. Also ihr seht selber, es ist so ein Sharing-Ding einfach. Ihr habt euren eigenen Teller, Speisen stehen da und zusammen essen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es schmeckt gut. Japanische Küche, Bruder, ist underrated, finde ich auch in Deutschland. Ja, und auch damit beschäftigen wir uns zu wenig. Frag mich auch nicht, Bruder, keine Ahnung. Ente stark. Diese Nudeln, schon oft gegessen. Wild. Dann machen wir das so. Ich weiß nicht, ob man das so macht, by the way, aber ist mir auch egal. Starke Nummer, starke Nummer. Ja, ich sag dir ehrlich, Bruder. Noch ein bisschen hier mit Soße rein dippen immer. Bruder, Mann. Restaurant mal zu beschreiben. Ich muss persönlich wirklich sagen, wir haben jetzt schon 3-4 Sachen gegessen. Die Nudeln, super lecker. Die Ente war auch. Ich habe schon schlechtere Enten gegessen in Restaurants, wo du, sagen wir mal, nicht beim All You Can Eat bist. Das ist eigentlich so eine geile Mittagspause. Du nimmst die 40 Minuten, haust dir den Magen voll und gehst wieder in die Arbeit. Weiß nicht, ob das jetzt vorteilhaft ist, aber. Auf jeden Fall, zweite Runde ist schon bestellt, oder? Ist bestellt, ich mach schon mal die dritte. Problem ist, die Küche geht bis 14.30 Uhr. Danke. Eieieiei. Problem ist, Küche geht nur bis 14.30 Uhr, 15 Uhr machen die Mittagspause bis 17.30 Uhr. Wir zwei Talentierten sind um 14 Uhr hier aufgetaucht. Das heißt, wir haben ein bisschen auch Essen gegen die Zeit. Boah, ich bestelle einfach mal Teriyaki Tofu. Bestell was probieren. Er hat halbe Stunde Zeit, um Randy Flighter zu machen. Hier haben wir auf jeden Fall Thunfisch, Sushi, ich weiß nicht genau, was da drin ist. Ich glaube, Thunfisch passt mit Avocado. Und das hier weiß ich auch nicht, was es ist. Aber werden wir gleich probieren. Was auf jeden Fall eines meiner Lieblingssachen ist, und da, finde ich, merkt man auch, wie gut die Qualität ist. Einfach Thunfisch. Wasabi fehlt eigentlich, aber egal. Sojasauce. Und rein damit. Bro, man isst Wasabi, weil der Fisch ist roh und falls der Fisch schlecht ist oder so, dieses Brennen vom Wasabi tötet diese Bakterien im Magen oder unterstützt den Magen, diese Bakterien zu töten, falls der Fisch nicht so hundertprozentig gut ist. Also das ist der Grund. Also auch Geschmack. Ja, Geschmack bestimmt, aber das ist so einer der Gründe. Oder mit der Gründe. Schöne Thunfisch mit Gurke. Voilà. Nice. Ich muss ehrlich sagen, es ist schon crazy gut, gell? Für das, man merkt nicht, dass es All You Can Eat ist. Wir können auch berichten, das ist sehr schön an. Ja, Mann. Hier Details, bisschen was gezeichnet. Schwan vielleicht, ja doch, Schwan. Hier der Kopf, Flügel. Das hier
ist ein bisschen fettarm, also könnte fettiger sein, dann hast du halt einen feineren Fisch, aber es ist trotzdem sehr gut. Ja, ich glaube, das ist einfach so panierter Lachs mit so einer Honig-Senfsoße, würde ich fast sagen, oder? Probieren wir auf jeden Fall den guten Lachs. Mmh. Boah, ist der heiß. Der Lachs, ja, die Soße, die ist viel zu wässrig. Ich schmecke gar keinen Geschmack von der Soße. Oder heiß, besser gesagt. Ist okay, aber es ist mir zu wenig Gewürz. Ich schaue, dass wir einfach alles bestellen von der Karte. Ich habe auch vegane Sachen bestellt, wie Tofu und solche Sachen. Ich bin nicht Veganer. Alles, was vegan ist, esse ich nicht. Ach so. Spaß. Das hier, dieses Essen, so gesagt, ist auch der beste Einstieg. Am 14. diesen Monats steigen wir in den Flieger und landen in Tokio. Wir werden eine 10-15-tägige Reise durch Japan machen. Somit für alle Leute, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, könnt ihr gerne machen. Kuss geht rein. Das ist irgendwas gefüllt mit Reis auf jeden Fall. Ich glaube, mit dir kann man schon Reis einfach. Aber denkst du, das ist Teig? Wir müssen auf der Karte gleich schauen, was das ist. Auf jeden Fall, wir haben schon Bestellung Nummer 3 gemacht. Gell? Wir sitzen wirklich, okay, 20 Minuten und sind schon 3 Bestellungen gekommen. Also die sind schon wirklich schnell unterwegs. Und ich muss sagen, das Essen ist gut. Man kann sich nicht beschweren. Natürlich kann man japanisch besser essen gehen. Bin ich auch schon. Dankeschön. Es geht die ganze Zeit. Natürlich kann man japanisch besser essen gehen. Aber die Qualität spricht nicht wirklich dafür, dass es all you can eat ist, sondern das ist wirklich nicht schlecht. Ich würde sagen, eher über dem Durchschnitt. Und auch schön angerichtet, Service gut, alle nett. Es wirkt nicht so, als würden die Akkorde in der Küche arbeiten, sondern die tun das schon noch mit Liebe, ja, mit Liebe noch auf Servieren und alles. Dankeschön. Ich hab dir doch eine Ente bestellt. Geil. Und noch mehr Schnitzel. Auf jeden Fall, ihr seht selber, der Tisch ist voll. Hier, Edamame. Ich weiß nicht mehr, Gyoza. Aber was drin ist, weiß ich nicht. Das sind so gefüllte Teigtaschen. Mhm. Lecker. Ist gut. Das heißt Lachs-Steak auf der Karte. Teriyaki, ja? Ja, gönn den ganzen Teller, Bro. Ja, Mann, das muss man auch sagen. Also alles, was an den Tisch kommt, ist wirklich sehr heiß, weil die Köche da hinten die ganze Zeit am Arbeiten sind und schon, soweit es möglich ist, alles frisch machen. Ach so, Bro, ich glaube, ich habe Schmarrn erzählt. Das ist das Lachs-Steak. Das hat sie zumindest jetzt gesagt. Das wird dann wahrscheinlich was anderes sein. Das ist, glaube ich, Hühnchen. Ja, ich glaube auch. Das ist das Lachs-Steak. Sieht auf jeden Fall nice aus. Das hier wird, boah, das ist auch böse heiß, Alter. Das Hühnchen 100%. Du hast stark ausgesucht, Bro. Probier noch das Lachssteak. Schön juicy von innen, ne? Einfach bekanntes Gemüse. Um die ganze Karte einmal bestellt zu haben. Haben wir die ganze Karte bestellt? Ich glaube schon. Ich habe nur Champignons weggelassen bis jetzt. Okay, aber die eh nicht. Passt. Aber geil, wenn wir die ganze Karte bestellt haben, ist nice. In einer halben Stunde. Was ist das aber? Ist das Ei, gell? Das ist Ei, Bruder. 100%. Ei? Also Freunde, ich sag, das hier ist zu 100% Ei. Schon geil mit diesem Tablet. Man kann das so nachschauen und so. Reis und Ei halt. Sehr gut. Randy weiß auf jeden Fall, von was er redet. Das ist Ei. Also ich muss sagen, eher in der Türkei sehen die Tische so aus. Sonst, dass man Tische nicht mehr sieht, aber gut. Bis jetzt mein Favorite. Ich würde fast, glaube ich, die Ente auf Platz 1 machen. Bin auch absoluter Entenfan. Boah, die hat auch sehr schön Fett dran, Freunde. Ja. Die war sehr saftig. Das Einzige, was mir hier fehlt, ist so eine richtig scharfe Soße. Wir haben doch ordentlich was zu essen. Ich bin wirklich positiv überrascht. Ein All-You-Can-Eat-Spot, der wirklich eine Schippe so gesagt drauf liegt, dass er auch noch wirklich lecker ist. Wir haben jetzt insgesamt für das alles 58 Euro bezahlt. Für alle Teller, die man nicht aufgegessen hat, muss man 2 Euro bezahlen. Das heißt, dann werde ich nochmal 20 Euro bezahlen. Aber wir haben alles wirklich probiert. Ich kann ehrlich sagen, es ist nichts, was jetzt wirklich schlecht war. Das Einzige, was mir jetzt nicht so getaugt hat, ist die Sushi. Aber einfach nur Thunfischpaste, weiß ich nicht. War nicht meins. Aber Sushi an sich, der Reis,
die Sachen, die drin sind, ist alles schön frisch, alles super lecker. Was man noch dazu sagen muss, wir sind zur Mittagszeit da. Abends gibt es natürlich noch mal ein Menü mit 30 Tapas mehr, und da gibt es auch viel mehr Sushi-Auswahl. Also wir hatten jetzt zur Mittagszeit nicht so viel Sushi-Auswahl. Wenn ihr kommt, kommt lieber abends. Geil. Voll, danke nochmal fürs Essen. Bro, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß es zu schätzen, Bruder. Freunde, ja. Gesamtresümee, keine Ahnung, ich muss ehrlich sagen, bin positiv überrascht, es war alles super lecker. Ich will das auch gar nicht so heftig bewerten, es hat geschmeckt. Kuss geht auf jeden Fall raus an Danny. Danke, dass ich dabei sein durfte, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der Bruder hat auch noch einen Podcast, richtig? Ja, auf Spotify. Das werde ich auch unten verlinken, so, da geht es um Fußball, NBA, also für alle Leute. Und eigentlich, für eine Sache interessiert man sich immer, checkt es gerne ab. Lass ein bisschen Liebe da. Jetzt werden wir uns noch irgendwo einen Kaffee holen. Ich weiß aber nicht genau wo. So, abonnieren und Glocke aktivieren, Leute, nicht vergessen. Zu viele Leute schauen diese Videos und haben nicht abonniert. Ich wäre jetzt bessere YouTuber als ich. Maria, Maria. Von seiner Freundin in den Laden, Digga. Ah ja? Er hatte dazu denen gesagt und er trägt Rolex, Digga. Guter Mann.